Damen, von links und rechts aufgeführt. Adriana Fitzos, Alexandra Timo, Annika Raster, Julia Winkester, Johanna Kette, Anja Schwan, Ina Heim, Lea Kopp, Melissa Rusch und Svenja Hennes. Und unten vor der Bühne von Insta Benz, Nuri Feuer, Lina Gehrweiler, Lisa Mitch, Zwilling, Susan Albrecht, Kara Hartmann, Mehrheit, Koko Kirmann, Annika Kopp. Das ist diejenige, die hier alle davon fährt. Aus Osnabrück ist sie unterwegs. Vom Ruderclub am Ratsgymnasium. Das ist quasi die Ruderdynastie in Osnabrück. Für alle, die es nicht kennen, am Ratsgymnasium Osnabrück eine riesengroße Ruderdüne unterwegs. Und neben dem Caroline Osnabrück, was auch alle kennen, noch eine weitere Bank im Repertoire dieser Stadt, was den deutschen Rudersport angeht. Das ist so ähnlich wie das Bissel und das Herder-Gymnasium aus Wien. Das sind da was dabei. Das Kacho und das Rats. Und hier sieht es hier ein Gewächs des Ratsgymnasiums, wenn man so sagen kann. Also ich hier vorne, ganz deutlich, 15 bis 16 Meter vor dem Verfolger hier. Da ist bei Silber und Bronze die Messe noch lange nicht gewesen heute am Sonntag. Da sind Marilena Manga und Alina Spahn noch ganz kräftig in Infarkt miteinander, wie der Boxer sagen würde. Da geht es richtig ab zwischen Alina aus Bergens und auf dem AG-Meter Nummer 24. Das ist Marilena Manga. Sie ist eben von gerade erwähnt, hier ist der Ruderclub aus Lüben. Und möchte gerne vielleicht noch Silber mitnehmen. Aber dazu muss sie jetzt einmal auf den letzten 160 Metern richtig Körner auspacken. Denn momentan zieht Marilena weg. 44 für Annika Elisabeth. Das geht im Moment noch nicht weiter nach vorne. Wir sind nur noch 100 Meter. Wir tauschen noch mal UTI, aber die Polisten werden sie nicht mehr. Die Polisten werden sie nicht erreichen können. Das wird eine Sache, die ersten drei. Aber auf alle Waffen ist hier wieder. Für den Unschläger nur noch 6 Meter. Das wird zu helfen, oder? So ist es.